Die Entstehung der Kräfte und der Teilchen zu? Oder wo kommt das alles überhaupt her? Diese Zusammenfassung ist komprimiert und gedacht zum Nachlesen oder Nachschlagen oder zum Ausdrucken. In den folgenden Folien will ich versuchen, die Hintergründe zu vertiefen. Unser Exkurs zur Entstehung der Kräfte. Mit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstand alles. Es entstanden zugleich die Kräfte und die Materie und ihre Naturgesetze sowie Raum und Zeit. Zunächst zu den Kräften. Mit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstand die Urkraft. Direkt nach der kurzen Planck-Ära, vom Urknall bis 10 hoch minus 43 Sekunden danach, spaltete sich von der Urkraft die Schwerkraft oder Gravitation ab. Die Gravitation wirkt nur schwach, aber dafür weit über Schwerkraftwellen. Diese wurden von Einstein vorhergesagt und 2015 nachgewiesen durch das LIGO-Observatorium in den USA in Kooperation mit der Universität Göttingen als Folge der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher. Die verbliebene Urkraft wird GUT-Kraft genannt, GUT, Grand Unified Theory, große vereinheitliche Theorie. Bei dieser hohen Energie von Temperatur und Dichte sind die Kräfte nicht voneinander zu trennen und gehen in eine Kraft über. Nach der Planck-Ära folgt die Inflationsphase. Das ist die rasche Expansion des Universums mit abnehmender Temperatur und Dichte. Und jetzt spaltet sich die GUT-Kraft auf in die starke Kernkraft, welche die Quarks zusammenklebt und nur über sehr kurze Distanzen wirkt und von den Kraftteilchen Gluonen vermittelt wird, und in die elektroschwache Kraft. Dieses eindrucksvolle schematische Bild soll die Entwicklung unseres Universums zeigen und es veranschaulicht, wie nach der Singularität des Urknalls am Anfang es nach der Planck-Ära zu dieser raschen Inflationsphase kommt, also der starken Expansion des Universums nach allen Seiten, und wie sich nach dem dunklen Zeitalter, nach etwa 300 bis 400 Millionen Jahren, Temperatur und Dichte so weit abgesenkt haben, dass die Strahlung hindurchgelangen kann, das Licht entsteht und die ersten materiellen Strukturen sich bilden. Hier eine etwas andere, schon fast zu bunte Darstellung der Stadien des Universums mit der Entwicklung der zunächst kleinen und dann riesigen materiellen Strukturen. Die elektroschwache Kraft spaltete sich weiter in die elektromagnetische Kraft, die unendlich weit wirkt, aber abgeschirmt oder eliminiert werden kann, anders als die Gravitation. Ihre Wirkung, das Abstoßen und Anziehen von Ladungen, wird durch die Photonen, die Lichtteilchen, also Energiepakete der elektromagnetischen Kraft vermittelt. Sie spaltet sich auch auf in die schwache Kernkraft. Diese Kraft bei atomaren Umwandlungen oder Interaktionen subatomarer Teile wirkt nur auf sehr kurze Distanzen und ist die schwächste von allen Kräften. Die schwache Kernkraft wird durch den Austausch der Kraftteilchen positiv oder negativ geladener W-Bosonen und der neutralen Z-Bosonen vermittelt. Nunmehr zum zweiten Teil, zu dem Zoo der Elementarteilchen. Mit dem Urknall kam auch die Materie in die Welt und mit ihr die innewohnenden naturgesetzlichen Eigenschaften. Die Teilchenphysik hat das Standardmodell der Physik, also Protonen, Neutronen und Elektronen, weiter differenziert in Materieteilchen und Kraftteilchen. Die Materieteilchen bestehen aus Quarks und Leptonen. Zunächst zu den Quarks. Davon gibt es sechs Arten. Es gibt elektrisch geladene Up-Quarks und Down-Quarks. Zwei Up-Quarks und ein Down-Quark bilden ein Proton.
Zwei Down-Quarks und ein Up-Quark bilden ein Neutron. Die Quarks können sich verbinden zu Hadronen, das sind also dicke, subatomare Teilchen, davon sind Proton und Neutron die bekanntesten. Die Hadronen werden durch die starke Kernkraft mittels der Gluonen zusammengehalten. Ferner gibt es noch andere, aber kurzlebige Quarks, Charm, Strange, Top und Bottom. Die zweite Gruppe von Materieteilchen sind die Leptonen, von griechisch leptos, dünn, klein. Das sind also sechs Arten von sozusagen dünnen Materieteilchen. Die bekanntesten sind die negativ geladenen, also eine Elementarladung tragenden und fast masselosen Elektronen, die den Atomkern umkreisen. Ihr Geschwisterteilchen ist das neutrale Elektron-Neutrino. Ferner gibt es instabile, kurzlebige, negativ geladene Myonen und Tauonen. Die Neutrinos sind neutrale Leptonen, die eine viel kleinere Masse noch als die Elektronen haben und ständig durch alles hindurchfliegen, auch durch uns, und nahezu ohne Reaktionen. Ferner gibt es noch instabile, kurzlebige, neutrale Myon-Neutrinos und Tau-Neutrinos. Ein wichtiger Merksatz: Zu jedem großen oder kleinen Materieteilchen gibt es auch ein Antimaterieteilchen. Und beim Aufeinandertreffen zerstrahlen diese sich explosionsartig und energiereich. Es gibt noch Elementarteilchen, die werden nicht als Materieteilchen aufgefasst, sondern als Kraftteilchen oder Eichbosonen oder Austauschteilchen oder Botenteilchen. Diese Teilchen werden von einem Elementarteilchen ausgesandt und von einem anderen empfangen und vermitteln eine Wirkung, eine Kraft. Dazu gehören die neutralen und masselosen Gluonen, Klebeteilchen. Sie übermitteln die starke Kernkraft und verbinden die Up- und Down-Quarks, die sich sonst abstoßen würden, zu Protonen und Neutronen. Die neutralen und ebenfalls masselosen Photonen, Lichtteilchen, sind Lichtquanten, Einzelpakete der elektromagnetischen Strahlung und übermitteln die elektromagnetische Kraft. Es gibt noch weitere Kraftteilchen oder Austauschteilchen oder Trägerteilchen. Die schwache Kernkraft, die zum Beispiel bei atomaren Umwandlungsprozessen wirkt, beim radioaktiven Zerfall und bei der Beta-Strahlung oder bei Interaktion mit Neutrinos, wird vermittelt durch die elektrisch geladenen positiven oder negativen W-Bosonen oder durch die neutralen Z-Bosonen. Beide Bosonen besitzen Masse. Das besondere, etwas rätselhafte, neutrale Higgs-Boson vermittelt keine Kraft, sondern verleiht den anderen Teilchen Masse. Es ist kurzlebig und wirkt zusammen mit dem allgegenwärtigen Higgs-Feld. Es wird auch nicht als Eichboson geführt, sondern als Skalarboson. Noch eine Anmerkung: Alle Eichbosonen haben einen ganzzahligen Spin, also den Eigendrehimpuls, also ein ganzzahliges Vielfaches des Planck'schen Wirkungsquantums. Alle Quarks haben dagegen einen halbzahligen Spin. Hier ein Bild dazu. Der Beta-Zerfall eines Atomkerns, also eines radioaktiven Elementes, erfolgt durch die schwache Wechselwirkung oder wie wir es genannt haben, durch die schwache Kernkraft. Dabei wandelt sich also ein Neutron im Kern in ein Proton um, dabei werden ein Elektron frei und ein Elektron-Antineutrino. Das geschieht durch die Umwandlung eines Up-Quarks in einen Down-Quark unter Abstrahlung eines negativen W-Bosons. Damit ändern sich immerhin
Der Atomkern, die Ordnungszahl und das Element. Hier ein Familienfoto aus dem Zoo der Elementarteilchen. Wichtig ist, dass links im Bild auch noch aufgeführt sind die jeweilige Masse, die elektrische Ladung und der Spin der Teilchen. Die blauen Teilchen sind alle Quarks. Für uns wichtig eigentlich nur Up- und Down-Quark links. Und die Leptonen, grün, davon sind wichtig das Elektron und das Elektron-Neutrino. Die Eichbosonen sind alle von Bedeutung und alle abgehandelt. Gluon und Photon sind masselos, die anderen besitzen Masse. Und das Higgs-Boson steht alleine als Skalarboson und verleiht Masse statt Kraft. Zum Abschluss, das war jetzt ein wilder kurzer Ritt durch die Physik des jungen Universums. Auch wenn man das nicht alles behalten kann, so kann man es doch nachlesen oder nachschlagen. Und im Übrigen gilt, semper aliquid herit, also immer bleibt doch was hängen. Ich wünsche viel Nutzen davon, Dr. Hans-Jürgen Alexi.